Samstag, 2.12.2017, 11.24 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, seit 2004 ist Pascal Lock bei Siemens, er hat nie woanders gearbeitet. Mit 16 begann er eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Später besuchte er 5 Jahre lang berufsbegleitend die Fachhochschule, bildete sich zum Maschinenbautechniker weiter, wechselte auf einen Ingenieursplatz. Die Produkte, die er früher selbst gefertigt hat, plant er seitdem. Den Posten, den er früher hatte, beaufsichtigt er nun. Es sei ihm wichtig zu sehen, was wir fertigen, sagt Lock. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Outstream, IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte unterstrich 1, dann kam das Jahr 2017, das glücklich anfing und gut weiterging. Im Februar wurde Locks Tochter geboren, im September kauften der 29-Jährige und seine Frau ein Haus in seinem Heimatort Rosenbach bei Görlitz. Mitte Oktober erfuhr Lock dann durch das Manager-Magazin von drastischen Einschnitten bei der Siemens-Kraftwerksparte, und seitdem ist klar, dass sein Jahr mit Ängsten und in Ungewissheit zu Ende geht. Dass er aus den Medien von den Abbau- und Schließungsplänen erfahren muss, tue besonders weh, sagt Lock. In den Wochen darauf konkretisierte Siemens diese Pläne. Der Konzern kündigte an, in den Kraftwerks- und Antriebssparten 6900 Arbeitsplätze zu streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Die Standorte Leipzig und Görlitz sollen ganz geschlossen werden. 6,2 Milliarden Euro Gewinn und trotzdem das Aus. In Görlitz betrifft die Entscheidung laut Siemens 720 Mitarbeiter. IG Metall und Betriebsräte dagegen sprechen sogar von 960 Arbeitsplätzen. Doch in der östlichsten Stadt Deutschlands mit ihren 55.000 Einwohnern und der malerischen, historischen Altstadt geht es um weit mehr als die Zukunft eines Werks. Das zeigt ein Blick auf die Akteure und auf die Kulisse. Warnow Dafters Leiter 155785 Gleichfalse, Fotostrecke 11 Bilder Karl Schlagpläne in Görlitz, die Zukunft einer Region IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte unterstrich 2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable AD IFAD blocked, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Override Zone Fluor, False, da ist zunächst Siemens, ein deutscher Weltkonzern, der auf den globalen Märkten Profite einfährt und dem Druck des globalen Wettbewerbs ausgesetzt ist. 2016 war ein Rekordjahr, das Unternehmen machte 6,2 Milliarden Euro Gewinn. Zugleich verweist Siemens auf die Defizite im Kraftwerksgeschäft und die flaue Nachfrage im Geschäft mit den großen Turbinen. Auf der anderen Seite stehen die Bewohner einer strukturschwachen Region, 2500 von ihnen bildeten diese Woche eine Menschenkette, um gegen die geplante Schließung zu protestieren, unter ihnen auch Mitarbeiter des Schienenfahrzeugherstellers Bombardier, der ebenfalls Stellen abbauen will. Die Arbeitslosigkeit in der Stadt Görlitz liegt jetzt schon bei rund 13%. Sollte das Siemens-Werk geschlossen werden, würde sie deutlich steigen. Wenn Siemens stirbt, stirbt Görlitz und die Region, lautete die Botschaft auf einigen der Demonstrationsschilder. Im Video, die ganze Region hier geht vor die Hunde Video, Spiegel Online schließlich der Zeitpunkt, Deutschland kurz nach der Bundestagswahl.